Hallo sehr geehrte Abonnenten und Zuschauer und willkommen zu einer neuen Folge Mythen und Legenden. Einen Berg zu besteigen ist schon was Bemerkenswertes. Viele Touristen und Wanderer versuchen diese Herausforderung zu schaffen, um dann einen Meilenstein in ihrem Leben zu setzen. Doch einige schaffen es leider nicht zurückzukommen. Entweder weil die einen Unfall erlitten haben oder sie sind auf ungeklärte Weise verschwunden. Heute möchte ich euch über das Verschwinden von Jared Negrete erzählen. Jared Negrete war ein 12-jähriger lateinamerikanischer Junge, der am 19. Juli 1991 auf ungeklärte Weise verschwand und bis heute nicht gefunden wurde. Jared machte sich mit einer Gruppe von Boy Scouts und ihrem Leader zum San Bernardino National Forest und wollten den Berg San Gorgonio besteigen. Der Berg ist 3506 Meter hoch. Dieser Berg ist außerdem dafür bekannt, dass dort mehrere Teile von Flugzeugen und Helikoptern rumliegen, die wegen schlechten Wetterbedingungen dort gestürzt sind. Der Berg hat auch eine Bekanntheit erworben, als dort die Mutter von Frank Sinatra, Dolly Sinatra, ums Leben kam. Jared trug zu der Zeit, als er sich mit der Gruppe zum Berg aufmachte, braunes T-Shirt, grüne Boy Scout Hose und schwarze Schuhe der Marke Pro Wings. Er trug auch einen Rucksack, in dem er 2 Liter große Flasche hatte, ein paar Rationen, viele Süßigkeiten und eine Kodak Star 110 Kamera. Die Gruppe bestand aus 14 Jungen und deren erstes Ziel war, den Lager am Big Bear Lake zu erreichen. Nach ein paar Stunden wurde Jared langsamer und befand sich weiter und weiter von der Gruppe zurück. Der Boy Scout Leader befahl Jared, dort zu bleiben, bis die Gruppe die Bergspitze erreicht hat und er wird zurückkehren und ihn mitnehmen. Nicht weit in der Ferne war auch eine Gruppe, dieses Mal von Touristen. Sie bemerkten den Jungen und baten auch den Leader, ihn trotzdem mitzunehmen. Doch der Leader bestand darauf, erst die Gruppe zu bringen und dann Jared am Schluss. Als der Leader die Gruppe zum Lager brachte, machte er sich auf den Rückweg, um Jared zu holen. Doch er war nirgendwo zu finden. Schnell lief er zum Lager und bat um Hilfe. Der Leader verständigte den Sheriff und er machte sich mit einem großen Suchtrupp mit Hunden, Bergkavallerie und mit 6 Hubschraubern auf, den Jungen zu suchen. Nachts wurden infrarote Kameras angemacht, um den Jungen in der Nacht zu finden. Doch es gab keinen Erfolg. Nach 19-tägiger Suche mit mehr als 3000 Mann bei dem Suchtrupp gab es letztendlich ein paar Hinweise. Man fand Spuren von Schuhen, die der Größe von Jared entsprachen. Der Suchtrupp verstärkte die Suche um das Gebiet. Später fand der Suchtrupp den Rucksack mit gegessenen Rationen und Überresten von Bonbons. Es war auf jeden Fall nicht auszuschließen, dass dieser Rucksack Jared gehörte, weil Jared war bekannt dafür, dass er sehr gerne Süßigkeiten mit sich nahm. Später, einmal vom Fundort des Rucksacks entfernt, wurde seine Kodak-Kamera gefunden. Alle Hinweise befanden sich in 1,5 Kilometer Entfernung. An dem Ort, wo seine Kamera gefunden wurde, bestätigten später die Augenzeugen, dass es der letzte Ort war, an dem sie Jared gesehen haben. Die Kamera wurde überprüft und auf ihr waren 12 Bilder. Die ersten 11 Bilder waren Bilder von der Natur. Doch das letzte Bild ist schon sehr merkwürdig. Das letzte Bild zeigt das Gesicht von Jared. Man nimmt auch an, dass dieses Foto nachts geschossen wurde. Dieses Foto ist auch leider das letzte, was von Jared gefunden wurde. Weitere Untersuchungen ergaben keine Spuren oder Hinweise. Jetzt ist natürlich die Frage, was mit dem Jungen passiert. Nun, es gibt natürlich darauf auf jeden Fall ein paar Theorien. Die erste Theorie behauptet, dass Jared vom Berg stürzte und an Verletzungen verstarb. Jedoch wird die Theorie nicht als glaubhaft angesehen, da die Hubschrauber und Suchtrupps das gesamte Territorium durchgesucht haben und keine Leiche gefunden wurde. Zweite Theorie behauptet, dass er sich irgendwo verlaufen hat und an Hunger verstarb. Man nimmt auch an, dass er nicht länger auf den Leader warten wollte und deshalb den Versuch unternahm, eigenen Weg zu finden. Außerdem wurde bekannt, dass Jared Brille trug. Es ist leider aber nicht bekannt, ob er an dem Tag, wo er verschwand, Brille trug, aber auf seinem letzten Foto trägt er keine Brille.
Dritte Theorie behauptet, dass der Junge von Wildtieren angegriffen wurde. Das Territorium ist auch groß bekannt, dass dort Bären und Berglöwen leben. Vor allem bei der Version mit Berglöwen könnte es schon wahrscheinlich sein. Berglöwen sind auch gute Kletterer und gute Schwimmer und ein Berg für die ist kein Problem. Jedoch ist laut den Experten unwahrscheinlich, dass er von einem Berglöwen angegriffen wurde. Obwohl die nachts auf die Jagd gehen, meinen sie die Menschen und greifen die nur dann an, wenn der Mensch sich auf ihrem Territorium befindet. Jedoch muss man aber die Tierinstinkte nicht benachteiligen, denn ein Raubtier kann sehr schnell die Entscheidung ändern und trotzdem angreifen. Man behauptet auch, dass Jared in Panik vor einem Raubtier flüchtete und bei der Flucht warf er seine Sachen weg, um das Tier irgendwie abzulenken. Doch das Komische ist, dass es keine Leiche und keine Stücke von seinen Klamotten gefunden wurde. Würde ein Raubtier angreifen, dann würde sie auf jeden Fall die Kleidungsstücke zerreißen, da es nicht essbar für die ist. Die vierte Theorie behauptet, dass Jared von Banditen überführt und umgebracht wurde, die auf dem Berg hausten. Jedoch wurden keine anderen Spuren von Personen gefunden. Doch dann passierte was sehr Komisches. Der Vater von Jared, Felipe Negrete, wurde in einem Verschwinden eines 16-jährigen Jungen namens William Parvin beschuldigt. Und ratet mal, wo der 16-jährige William verschwand. Genau an dem Ort, wo Jared im Jahre 1991 auch verschwand. Bis heute ist es nicht bekannt, was mit Jared passierte. Es existieren viele Theorien. Manche behaupten auch, dass die Leiche von Jared immer noch auf dem Berg ist und die Suchtrupps haben es noch nicht gefunden. Der Vater von Jared merkte auch zu einem Foto an, dass Jared verängstigt aussah. Es gibt auch manche, die behaupten, auf dem Foto rechts neben dem Gesicht von Jared eine Art Kreatur oder sowas zu sehen. Es ist schon über 28 Jahre her, seit Jared verschwand. Die Familie gab die Hoffnung auf, dass er gefunden wird. Aber vielleicht werden irgendwann seine Überreste gefunden. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass die gesamte Schuld auf den Schultern des Boy Scouts Leaders liegt. Hätte er ihn nicht alleine gelassen, wäre das alles nie passiert. Leute, wenn ihr irgendwann mit euren Freunden, Familie oder sonst jemand auf einen Berg hoch aufgeht, bleibt nie zurück. Haltet immer zusammen und passt bitte immer auf. Man kann nie wissen, was da passieren kann. Jetzt würde mich interessieren, was ihr darüber denkt. Hat Jared sich auf dem Berg verlaufen und ist runtergestürzt? Starb Jared am Hunger? Wurde Jared von Tieren angegriffen? Wurde Jared von Banditen überfallen und ermordet? Oder gibt es da noch etwas, was wir noch nicht wissen? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Also, ich kann kurz sagen, dass ich an die Theorie mit Wildtieren und Banditen glaube, weil ich finde es auch sehr komisch, dass die Hubschrauber mit den Kameras mit infraroten Funktionen da keine Leiche gefunden haben. Also, wie gesagt, ich möchte jetzt auch nicht komplett sagen, dass die Theorie mit Wildtieren komplett wahr ist oder so, aber irgendwie glaube ich schon, dass das entweder ein Wildtier war oder die Banditen. Weil ich meine, es ist schon verrückt, dass nur sein Rucksack und seine Sachen gefunden wurden, aber keine einzige Spur von ihm. Was mich auch noch interessiert, was der Vater auch damit schon zu tun haben könnte. Also ist auf jeden Fall sehr fraglich. Hoffen wir auf jeden Fall, dass er irgendwann doch gefunden wird. Aber gut, das war's mir jetzt mit dieser Folge Mythen und Legenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mich gerne kostenlos abonnieren, wenn ihr wollt, auch ein Like geben und auch sehr gerne kommentieren. Das würde mir sehr helfen. An dieser Stelle bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge Mythen und Legenden. Bis dann!